Hier ist der Gustl. Und hier wohnen wir. Hallo, Ossi. Hallo. Ich habe dir ein paar Leute mitgebracht. Das ist aber nett. Kommt alle rein. Und hier ist unser Wohnzimmer. So hat es bei uns ausgesehen. Und jetzt sieht es so aus. Und wie geht's jetzt weiter? Wollen wir mal sehen? Da sitzen wir jetzt. In unserem Gustl. Also wir sitzen nicht ganz freiwillig hier drin. Das müssen wir jetzt eigentlich schon gleich sagen. Wir haben gestern ein Follow gepostet auf Facebook und viele haben uns gratuliert. In unsere WOMO-Gruppe, ja, genau, muss man steht sagen. Oben. Ja, WOMO-Gruppe. Und viele haben uns gratuliert zu dem mutigen Schritt. Viele haben uns bewundert, viele haben uns auch ermahnt, ganz zu Recht. Ja. Und wir sind nicht so mutig, wir sitzen nicht freiwillig hier. Nein, nicht ganz freiwillig. Ihr habt es ja gesehen im Video gerade vorher, wir haben unser Haus verkauft, es ist leer. Das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben zwar wunderschön gewohnt, aber irgendwann haben wir uns gesagt, wir wollen Deutschland bereisen. Ja, wir haben uns vor circa 2 Jahren ja entschieden, dass wir uns ein WOMO kaufen wollen, weil wir ja viel auf Reisen sein möchten, unser Leben ein bisschen ändern und somit haben wir unseren Gustl der dann bekommen. Richtig, und unser Reiseziel ist schon, seit wir junge Leute sind, dass wir Deutschland erkunden. Es steht Norwegen, Dänemark, Schweden, alles auf unserer Wunschliste. Estland, Lettland, Litauen, also so die nordischen Länder schweben uns vor. Und wir sind auch noch ins Leben ziemlich eingebunden. Wir sind ja auch noch teilweise berufstätig. Ja, wir haben ja noch ein kleines Geschäft. Ja, das hat er vielleicht können wir uns auch einblenden. Ja, der eine oder andere hat sich das vielleicht schon gedacht. Und wir haben aber gesagt, wir wollen also ein paar Ausflüge machen und da hat sich herausgestellt, dass für Deutschland bereisen Konstanz keine besonders geschickte Adresse ist, weil es eben am untersten Zipfel von Deutschland ist. Und jedes Mal, wenn man eine Ortschaft in Deutschland anvisiert, dann fährt man erstmal 3 Stunden, bis man hinter Stuttgart ist. Und da haben wir gesagt, das Haus ist uns ohnehin etwas zu beschwerlich und das Haus wird auch gar nicht genutzt.
Wir haben zwar drei Kinder und wir hatten zwei Gästezimmer, aber die meiste Zeit standen die beiden Gästezimmer leer, obwohl wir ziemlich nah am Bodensee gewohnt haben. Und dann haben wir gesagt, für was das Ganze? Wir verkaufen das und holen uns eine schöne Wohnung, etwas weiter nördlich. Am besten das hat sich Stuttgart. Eigentlich, das hat sich ergeben, dass diese Wohnung jetzt weiter nördlich, also richtig. Baden-Württemberg nördlich steht. Und ja, und dann hat es geheißen, wir können im Dezember einziehen. Deswegen haben wir dann entsprechend unser Haus auch verkauft. Und wir haben unsere, das, was wir vereinbart haben mit dem Käufer, eingehalten. Das, was der Bauträger uns versprochen hat, das hat er nicht eingehalten. Und so blieb für uns nur die Alternative, entweder selbst vertragsbrüchig zu werden oder dann eben ins Wohnmobil zu ziehen. Und das sehen wir jetzt als Herausforderung an, die wir auch gerne machen. Ja, das wird schon eine sehr interessante Zeit für uns jetzt werden. Klar haben wir hier schon einige Urlaube drin verbracht, aber ein Urlaub und richtig darin wohnen, das ist dann doch nochmal was anderes. Also wir bewundern alle, die diesen Schritt gehen. Und wir können das Ganze gar nicht uns richtig frei machen, denn wir sind noch viel zu sehr verpflichtet, allein was Steuererklärung und solche Bürgerpflichten angeht. Aber es stellt sich dann schon raus, auf welche Einschränkungen oder welche Lösungen, dass man finden muss. Das fängt schon mal beim Wasser an. Also wenn ich unter der Dusche daheim stehe, ist das ja kein Thema. Man dreht den Hahn auf, aber hier ist irgendwann das Wasser zu Ende. Und jetzt ist kein Frost im Moment, aber wenn jetzt Frost käme, minus 10 Grad oder so, wie kriegen wir dann Wasser her? Also das ist noch nicht geklärt. Es ist auch das Nächste, wenn ich ein Telefax zu verschicken habe oder wenn ich mir was ausdrucken möchte aus dem PC, dann habe ich hier keine Möglichkeit für einen Drucker. E-Mails kann ich schreiben, das ist kein Problem. Und so stellt sich dann doch einiges, zum Beispiel dann auch die Post, denn unser Haus ist übergeben. Das heißt, unsere Postadresse, unsere alte Postadresse existiert nicht mehr. Eine neue Adresse gibt es in dem Sinn noch nicht. Aber da ist niemand anzutreffen. Ja. Wenn der Postbote da mit den Briefen da vor der Tür steht, dann weiß er nicht, wo er die hinstecken soll. Ja, es gibt doch keine Briefkasten. Nein. Und wir haben jetzt dann ein Postfach eingerichtet mit der neuen Adresse. Es gibt ja jetzt auch zwei Telefonanbieter, den privaten und die Deutsche nicht Post. Postanbieter meinst du? Briefanbieter, nicht? Ja, genau, Zustelldienste. Ja. Und beim privaten haben wir jetzt Postlagern gemacht, das heißt, da werden jetzt unsere Briefe gesammelt und bei der Deutschen Post werden sie in ein Postfach eingelegt, wenn es funktioniert. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, dass nicht einmal mehr Nachsendeanträge reibungslos funktionieren. Das heißt, ein Großteil der Post wird in Konstanz landen. Gut, da haben wir Absprache mit dem Käufer getroffen. Ein Teil der Post wird in unserem Postfach landen und ein Teil der Post wird an unserer eventuell zurückgeschickt, geht verloren. Also wir lassen uns da jetzt total überraschen. Ja, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Nein. Ja. Natürlich wollen wir auch nicht nur jammern, sondern wir wollen das Beste daraus machen. Deswegen sehen wir das Ganze auch relativ locker. Mhm, klar. Also es ist eine Herausforderung für uns. Ja, wir wollen auch in Urlaub fahren. Wir wären jetzt normalerweise auch schon auf dem Weg zur Nordsee. Allerdings hat sich ein Problem am Freitag ergeben. Wir haben nämlich ein neues Navigationssystem uns einbauen lassen. Das wollten wir auch gleich testen. Darüber gibt es auch ein Video. Und dieses neue Navigationssystem hat nicht so hundertprozentig reingepasst. Deswegen können wir jetzt noch nicht wegfahren. Wir müssen uns da noch mit dem Hersteller abstimmen oder mit dem Vertreiber. Und dann haben wir noch ein zweites neues Gerät, das berichten wir dann auch separat. Also da kommt auch einiges Technische und dann natürlich auch ein paar Ausflugsziele. Mhm. Jetzt noch ein paar Situationen zum Leben auf 12 Quadratmetern. Denn unser Wohnmobil hat eine Innenbreite von 2 Meter und eine Innenlänge von ungefähr 6,30 Meter, also ca. 12 Quadratmeter. Ja. Und da stellen sich natürlich schon dann auch andere Probleme auch noch für den Alltag ein. Ja, ja, eben. Wie gesagt, wir sind ja jetzt hier nicht auf Urlaubsfahrt, sondern wir leben hier drin. Ja. Also heißt, erstens mal, wir müssen alles mitnehmen, was mir vermeintlich wichtig ist, ja? Richtig. Was wir jetzt nicht dabei haben, vergessen wurde oder wir gar nicht dran gedacht haben, das liegt jetzt alles im Container bei der Umzugsfirma. Richtig. Wir kommen nicht dran. Also das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, auf so engem Raum
Helle, was ist da zu beachten? Also ich weiß, was man beachten muss, Ussi. Ja. Man braucht vor allen Dingen Toleranz. Ja. Äußerste Ordnung. Und da kann ich euch sagen, das fällt dem Helle sehr schwer. Viel Toleranz. Und ich kann euch sagen, das fällt der Ussi nicht sonderlich leicht. Ich kann euch aber sagen, meine Toleranz ist sehr groß. Ja. Ja, ja. Ich kann euch sagen, es ist manchmal nervig, wenn man sich ein Papier zurechtlegt, ja, da geht man nur mal kurz raus oder auf die Toilette, kommt zurück und das Papier ist verräumt, ja. Also da kann die Ordnung auch ganz schön nerven. Helle übertreibt maßlos. Viel schlimmer ist, wenn ich dauernd über seine Schuhe drüber stolper. Also ihr seht, es gibt genügend Stoff, ja, über den wir in Zukunft berichten können. Ja. Und wir werden das alles festhalten und ja, uns genau. Erinnern und berichten. Ja. Ja. Eben, ja, so ist es nun mal. Ja. Und ja, was ja auch noch war, unsere ganzen Utensilien stehen ja jetzt alle im Container. Jo. Ein paar Pflanzen hatte ich auch. Die sind jetzt zum Glück bei unseren Freunden, bei Sonja und Günther. Und da bedanke ich mich nochmal recht herzlich dafür, dass sie unsere Pflanzen so lange in Pflege nehmen, bis wir in unsere neue Wohnung ziehen können. Danke. Eins möchte ich nur dazu sagen, wir sind auch angesprochen worden von Leuten, die das so mitbekommen haben, die gesagt haben, wie kann man, wenn man so schön wohnt wie in Konstanz, wie ihr gewohnt habt, wie kann man da überhaupt wegziehen? Also wir haben es ja schon mal gesagt, das große Haus war für uns eine Belastung, weil wir ja auch älter werden. Es war aber auch so, dass wir den Bodensee nie richtig genutzt haben, obwohl wir ihn vor der Haustür gehabt haben. Es ist was anderes, wenn ich 14 Tage wohin in Urlaub fahre oder wenn ich dort lebe. Wir sind beides keine Wasserratten. Nein. Und so gut wie nie baden gegangen. Baden in Bodensee baden gegangen sind wir eigentlich immer nur, wenn wir Besuch gehabt haben. Also entweder die Enkel waren da oder wir hatten mal Freunde zu Besuch, die dann gesagt haben, sie möchten unbedingt eine Runde im Bodensee schwimmen. Dann sind wir halt mitgeschwommen. Ja. Und ansonsten haben wir den See nicht genutzt. Nee. Wenngleich wir natürlich unsere Wohnsituation schon genossen haben. Ja, ja, wir waren uns dem total bewusst, dass wir sehr privilegiert wohnen ja. oder gewohnt haben. Ja, richtig, muss man es richtig sagen. Ja. Wir haben den Bodensee am liebsten benutzt, indem wir, also ich fahre ja mit Reisebussen ab und zu mal um den See herum, das mache ich auch 2019 noch, aber wir sind Boot gefahren, zwei oder dreimal im Jahr vielleicht, und das können wir auch nach wie vor. Wir haben kein eigenes Boot gehabt, das lohnt sich auch nicht, weil wenn man ein eigenes Boot hat, muss man ständig rausfahren und es wird dann auch irgendwann langweilig. Also da ist ein Wohnmobil wesentlich schöner als auch aus unserer Sicht, ja. Aber wir haben uns eben öfters mal ein Boot gechartert und das können wir nach wie vor tun. Wir können ja jederzeit mit unserem Wohnmobil da runterfahren. Eben, wir sind ja flexibel. Ja, können unser Boot chartern und dann einen Tag über Bodensee schippern. Das reicht also, uns schon wieder. Oder auf jeden Fall mir reicht es dann. Und das können wir dann im Gegenteil sogar auch einmal an einem anderen See, an Starnberger See oder sonst wo machen. Also das sind wir gerade auf dem Bodensee angewiesen, wo wir uns so schon ganz gut auskennen. Also die Entscheidung haben wir bewusst getroffen und wir sind gezogen, jetzt nördlich von Stuttgart, nördlich von Heilbronn. Konstanz ist ja badisch, Ursi ist eine Badenerin. Ja. Also wir sind von Süden oder Süde Baden-Württemberg, Südost, oder? Ja, also ziemlich südlich Baden-Württemberg, badisch. Ja. Einen großen Sprung über das Schwäbische und sind jetzt im Fränkischen. Und ich bin Franke. Ja? Ja. Also insoweit ist das auch wieder ganz gut. Und wenn die Ursi Sehnsucht nach ihren Badenern bekommt, dann hat sie das auch nicht weit. Denn wenn sie noch eine Ortschaft weiterfährt, dann sind wir auch schon wieder im Badischen. Ja. Also das ist hier alles ziemlich volksstammmäßig. Ziemlich zentral, ja. Volksstamm, ja. Hört sich gut an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind weiterhin in Baden-Württemberg und das ist auch gut so. Das ist gut so, ja. Wir mögen das schon, das Ländle, ja. Ja, genau. Und jetzt stehen wir hier am Neckar. Ja, und ich weiß gar nicht, ob in der Zwischenzeit ein Schiffle vorbeikommen ist, oder? Nein. Aber ich habe nichts bemerkt, ja. So, also das wollten wir euch jetzt zeigen oder sagen. Begleitet uns, wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert am besten unseren Kanal, gebt uns
einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Der Daumen hoch, das ist für einen YouTuber ungefähr sowas wie der Applaus für den Schauspieler. Mhm, ja, genau. Das gehört auch dazu. Und die Daumen runter, das sind dann eher die Buhrufe, die sich natürlich hier bei YouTube sehr viele trauen, weil die verstecken sich dann unter F.W. Ja, also anonym könnt ihr auch machen. Ja, können wir damit leben, solange mehr Daumen hoch sind als Daumen runter, kommen wir damit sehr gut zurecht. Ja. Und ja, ansonsten begleitet uns, bleibt uns gewogen. Ja. Und ja, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Wir verabschieden uns jetzt in unser Wohnmobilleben. Also, ich wollte gerade sagen, wir sind noch im Wohnmobil. Aber in unserem Wohnmobilleben. In unser Leben, ja, genau. Ciao. Tschüss. Bis dann.